hier im Südwesten. Oh, das ist ein Einstieg. Wir melden uns heute mal aus unserem eigenen Fernsehgarten, denn sowas gibt es bei Sat.1 auch. Unser Atrium direkt vor unserem schönen Sendegebäude. Bei diesem Wetter natürlich genau das Richtige für uns, denn auch ein Anlass muss es natürlich geben. Wir feiern unser Sommerfest. Zu diesem Sommerfest werden wir noch einige Gäste begrüßen, die wir im Laufe dieser Sendung hier noch vorstellen möchten. Zunächst aber möchte ich mal, sagen wir mal, ein Wort von Werner Klatten wiederholen, der bei der Einweihung dieses Gebäudes eigentlich den Nebensender damit meinte, als er sagte, denn der ist ja ziemlich hoch, als er sagte, die müssen lernen, zu uns herunterzuschauen, ohne herabzublicken, und wir müssen lernen, heraufzuschauen, ohne aufzublicken. Und genauso geht das aber auch innerhalb unseres eigenen Hauses mit der Geschäftsleitung. Und da kann man sich eigentlich gar nicht beklagen. Unsere Geschäftsleitung findet tatsächlich auch mal in den unteren Etagen statt, obwohl sie oben zu Hause ist. Wiederum hat sich jetzt mal ein neuer dazugesellt und den möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Klaus Semrau. Herr Semrau. Guten Tag, Herr Henk. Es ist heute sozusagen ja mit auch Ihr Tag hier, denn Sie haben ja einiges zu diesem Fest beigetragen, nur aber jetzt erstmal zu Ihrer Herkunft. Sie sind ja noch gar nicht lange bei Sat.1, 100 Tage. Bei der Regierung Scharping konnte man damals sagen, stell dir vor, die Regierung hat gewechselt, keiner hat es gemerkt. Bei Ihnen ist es jetzt nach 100 Tagen doch ein bisschen anders, denn man hat schon gemerkt, dass Sie hier sind. Sie kommen aber eigentlich ganz woanders her. Zunächst mal, Herr Henkel, vielen Dank für das Kompliment. Aber bei Sat.1 geht alles viel schneller. Hier muss man nach 10 Tagen schon soweit sein, dass man agieren kann. Ja, das denke ich mir schon. Aber Sie kommen ja eigentlich von einer Firma, die Küchengeräte herstellt. Und als Personalchef stelle ich mir vor, jetzt mit einmal zu diesen ganzen verrückten Fernsehleuten zu kommen. Ist das ein anderes Personal, Herr Semrau? Ja, zunächst einmal, ich habe 20 Jahre in führender Position in 3 verschiedenen Unternehmen gearbeitet. Und zwar bei einem erfolgreichen, weltweit bekannten amerikanischen Konzern. Dann habe ich bei einer traditionellen deutschen Firma gearbeitet und auch eine Kultur eines französischen Konzerns kennengelernt. Und ich muss sagen, alle die 3 Firmen sind auch nicht vergleichbar, obwohl sie in dem gleichen Marktsegment arbeiten. Sie sind sehr unterschiedlich, die Firmenkulturen sind unterschiedlich und die Kultur von Sat.1 ist auch wiederum unterschiedlich zu den Firmen. Das heißt also, man hat doch schon andere Leute sozusagen, auf die man jetzt trifft. Fällt Ihnen dann die Personalführung jetzt ein bisschen leichter oder schwerer? Nein, ich glaube, dass die Mitarbeiter in allen Firmen die gleichen Wünsche haben, dass sie von ihrem Vorgesetzten betreut werden, von ihrem Vorgesetzten gefördert werden. Aber die Firma Sat.1 ist eben eine ganz junge Firma, in der die meisten Mitarbeiter weniger als 3 Jahre dabei sind. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für die Personalpolitik eines Unternehmens. Wenn man auf Firmen trifft, wo am Weihnachtsfest alleine 430 Mitarbeiter, wie es in einem Fall war, ihr 25. Jubiläum gefeiert haben. Das ist schon was anderes. Und damit die Firma von der Firmenkultur her natürlich sehr stark geprägt ist, dass alle Strukturen in der Firma festgelegt sind und dass alte Zöpfe in den Firmen sind. Das ist natürlich in einer Firma wie Sat.1, die so jung ist, anders. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt habe ich doch noch eine Frage mal persönlicher Natur. Wie schaut es denn eigentlich aus? Und zwar mit Ihren persönlichen Hobbys. Was machen Sie denn so privat? Ich bin begeisterter Sportler. Ich habe ein Rennrad, mit dem ich regelmäßig fahre, ein Mountainbike und ich jogge auch regelmäßig. Na bitte, also da haben wir doch schon mal ein bisschen was wieder über Herrn Semrau erfahren. Ich hoffe, dass die Funktion des Sommerfestes, wie wir sie hier heute haben, auch diese Funktion praktisch erfüllt, Ihre Erwartungen erfüllt. Haben Sie sich schon mal mit den einzelnen Leuten so unterhalten, was so dabei gedacht wird? Ja, ich habe mit vielen Leuten geredet und die Information, die ich bis jetzt bekommen habe, dass es allen Leuten gut gefällt. Wunderbar, dann wollen wir auch sorgen dafür, dass es weiter so bleibt. Herr Semrau, wie sieht es aus bei Ihnen mit Musik? Sind Sie Musikliebhaber? Ja. Prima. Och, dann haben wir doch genau das Richtige für Sie. Denn wir haben aus Ludwigshafen für Sie mitgebracht, für Sie, Herr Semrau, und natürlich alle unsere Zuschauer, die Gewinner eines Contests, eines Wettbewerbs. Wer bringt die beste Beatles-Interpretation? Und wir haben sie für Sie hergeholt zu Wir im Südwesten. Hier sind Sie, Monique. Musik.
mal hier den Weg durchbahnen. Das sagst du, das geht doch. Hallo, Dominik. Hallo. So, alles dein Applaus. Nur wir werden uns so ein bisschen halb Deutsch, halb Englisch unterhalten müssen. Ich glaube, das klappt dann etwas besser vielleicht. Okay. More better for you. Monique hat mit ihrer Gruppe den RPR, Radio RPR, Preis sozusagen gewonnen in Ludwigshafen, als es im Haus der Jugend darum ging, die beste Beatles-Interpretation darzustellen. Und das kam von euch. Aber ihr spielt ja auch noch andere Sachen. Erstmal die Frage, hat eigentlich dieser Wettbewerb in Ludwigshafen euch jetzt weitergeholfen? Any results after you won the contest in Ludwigshafen? Yes, we were able to come to Set 1 and film a video and we were able to also be on Via im Südwest. So that was really nice. Aha, das heißt also, Sie waren einmal schon mal bei uns im Studio und dort haben Sie natürlich Ihren Auftritt gehabt. Und dieser Auftritt, den haben Sie als Kassette mitgenommen und den können Sie jetzt überall schon mal vorstellen. So sieht's aus, wenn wir im Fernsehen auftauchen. Hat ja natürlich seinen Vorteil, ist klar. How about the knowledge in the area? Do people in your area, where you normally play, know you much better now? Kennen die Leute in der Gegend, in der ihr sonst spielt, euch nun weitaus besser oder hat sich da noch nichts getan? From the contest with the Beatles, we're known a little bit, but we're known more because we perform in the Mannheim and Heidelberg area. And from also further out, and we're also going to be performing in different places too, so more people know us that way. So, also, es hat etwas gebracht, an diesem Wettbewerb teilzunehmen und vor allen Dingen natürlich bei Wir im Südwesten noch aufzutreten, denn nun sind Sie in der Szene weitaus bekannter. All you miss, alles was du eigentlich noch brauchst, all you miss is a producer for a record, right? Yeah, we would like to have that, huh? Okay, wo sind hier die Produzenten für die Schallplatten? Please. Sony, EMI und dergleichen, wie auch immer, ja. Okay, ich bedanke mich erstmal, ja, thank you for the group. So, danke schön, das war eine der schönen Damen des heutigen Programms. Sehr entgegenkommt heute, ja. Ich werde Ihnen aber jetzt mal noch ein paar schöne Damen zeigen, die Sie allerdings alle schon kennen. Nur damals nannte man die immer, zu Beginn der Fernsehzeit, nannte man die eigentlich immer die Klammer-Ladies oder aber die Damen ohne Unterleib. Sat 1 hat daraus sowieso eine Kultur gemacht, hat das Ganze etwas mehr kultiviert. Jetzt sind Sie nicht mehr Programmansagerinnen, bei uns schon gar nicht, sondern die Programmmoderatorinnen. Hier sind Sie. Ganz wunderhübsch so, ich werde mich mal, damit ihr auch alle dabei seid. Ich darf Sie mal vorstellen, ich greife jetzt einfach mal, fange jetzt einfach mal so in der Mitte an. Ines war letztes Jahr noch das Nesthäkchen. Stimmt, genau so. Ines sind neu dazugekommen, heute hat sich das ein bisschen geändert. Eben, ne? man hat ja nicht immer der Neueste. Und Franziska Becker, kennen Sie natürlich auch von Wir im Südwesten, von den Nachrichten. Jetzt ist sie das Nesthäkchen. Doch, doch. Ja, jetzt bist du das Nesthäkchen, ja. Franziska. Wirst du jetzt besonders noch getätschelt oder ja, ich kriege ganz doll Unterstützung von allen Seiten. Naja, die Unterstützung kommt wahrscheinlich auch von den alten Hasen, obwohl das nicht unbedingt immer ein Kompliment ist, aber bei der längeren Zugehörigkeit, Karin. Sag jetzt nicht, ich bin die Älteste. Nein, aber kannst du schwimmen? Ich versuch's nachher. Aber die, die am längsten dabei ist. Ja. Und somit gehörst du dann doch oder mehr oder weniger zu den alten Hasen, ne? Okay. Noch zweieinhalb Jahre, ja, kann man das, glaube ich, sagen. Ja, kann man sagen. Karin, das Witzige, was ich bei euch rausgefunden habe, ihr macht alle noch etwas anderes. Das heißt also, wenn ihr mal nicht auf dem Schirm präsent seid, macht ihr noch was anderes. Was machst du sonst noch so? Also im Moment bin ich tatsächlich wirklich die meiste Zeit hier. Es nimmt relativ viel Zeit in Anspruch. Wenn ich das nicht mache, schreibe ich ganz gerne. Wenn ich das nicht mache, dann sind es noch Veranstaltungen. Früher war es noch Radio, aber man kann eben nicht alles. Ne? Also im Moment beschränke ich mich ein bisschen darauf, weil das ist im Moment der höchste Arbeitsaufwand, muss ich ehrlich sagen. Eine alte Radiokollegin von mir. So, und bei Ines weiß ich, auch da ist Radio angesagt. Ihr kommt eigentlich alle irgendwie übers Radio zum Fernsehen. Ja, also mein Ursprung absolut Radio. Ich habe dann mein Volontariat gemacht bei Radio Luxemburg und bin dann wirklich hier bei Sat 1 gelandet. Ja, ich meine, das ist ein Aufstieg von Luxemburg nach zu Sat 1 in Mainz, kann man nicht anders sagen, ne? Absolut, muss man so sehen. Aber ich mache auch weiterhin nebenbei Radio. Aber nicht mehr diese Richtung, sondern in die andere. Sondern ich bin jetzt in andere Richtung, genau, entgegengesetzt nach Berlin. Da bin ich jetzt auch sesshaft und wohnhaft und schöne Wohnung gefunden. Das, ja, das ist ja auch mal so ein Problem. Absolute Glückssache. Ja, muss man sagen. Genau wie zum Programm zu kommen. Franziska, das Nesthäkchen, damit musst du jetzt erstmal noch eine Weile leben, ja, bis wieder jemand Neues dazukommt, da kannst du diesen Titel abgeben.
Franziska, bei dir fing die ganze Sache in Bonn an. Du hast dich schon immer um die Politik mehr oder weniger gekümmert. Ja, ich komme eigentlich von den Nachrichten. Ich habe also auch erst Radio gemacht und das mache ich jetzt seit 2 Monaten nicht mehr, denn es wurde einfach zu viel mit Wir im Südwesten und Sat.1 und Radio. Da springe ich nur noch manchmal ein, wenn einer fehlt. Aber ich studiere auch noch. Also es reicht, Fulltime. Studium ist da, Wir im Südwesten ist da, Radio ist inzwischen nicht mehr da und dafür noch das nationale Programm. Jetzt möchte ich doch mal Frage vielleicht an Karin gleich nochmal weitergeben. Denn wir haben gerade gehört, du bist 2,5 Jahre dabei, Karin. Normalerweise sagt man, das ist ein Traumjob, da auf dem Schirm aufzutauchen. Nun muss man sich aber auch dann jeden Tag ins Farbtöpfchen hauen und jeden Tag über die Klamotten nachdenken. Ist es auch nach 2,5 Jahren immer noch ein Traumjob? Also was das Farbtöpfchen und die Klamotten betrifft, das nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch. Man muss schon rechnen, so eine halbe Stunde Maske und dann noch überlegen, was ziehe ich an. Also da geht schon eine gute Stunde drauf, bis man einigermaßen dann dasteht. Und wenn man das alles mal abzieht, weil dafür bin ich zu unruhig eigentlich. Ich zapple immer auf dem Stuhl und denke, wann bin ich endlich fertig. Wenn man das alles abzieht, muss ich sagen, ja, es ist wirklich ein Traumjob. Kann man schon so sagen. Immer noch. Ines, das sozusagen gewesene Nesthäkchen, für dich auch ein Traumjob. Andere sagen, Stewardess wäre es vielleicht oder so. Ich meine, da wäre ihr mit Sicherheit auch für brauchbar, aber ihr bleibt doch lieber beim Fernsehen. Ne? So sind wir. Es ist ein absoluter Traumjob und anders als Karin genieße ich zum Beispiel die Maske. Also eine Stunde vorher nochmal richtig relaxen und ein bisschen mit der Maskenbildnerin plaudern, das genieße ich absolut. Das ist für mich die Entspannung schlechthin. Wir nennen es auch wieder Aufbereitung. Bis dann einer kommt und sagt, so, nimm mal die Gurken von der Ines, ich brauche sie für den Salat. So, Franziska, bei dir habe ich jetzt noch natürlich die Frage, du bist ein bisschen politisch ambitioniert oder weshalb die Vorliebe für Nachrichten? Ja, also einmal finde ich Nachrichten unheimlich spannend. Das Geschehen immer hautnah verfolgen, direkt am Ticker sitzen und gucken, was passiert. Und dann, ich studiere auch noch Politik, also von daher ist das Interesse schon da. Ja, ist ganz klar. Gut, dann bedanke ich mich, dass ihr heute bei uns gewesen seid. Und was hast du gesagt, halbe Stunde Wiederaufbereitung? Wiederaufbereitung. Ist schon wieder fällig, ne? Ja, ist okay. Bei mir haben sie immer länger gebraucht. Unsere Programmmoderatorin. Ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen ins Publikum. Schau mal, wer denn eigentlich so heute bei uns zu Gast ist und unserer Einladung gefolgt ist. Gehen wir mal hier direkt hier rauf. Ja, gut. Einen wunderschönen guten Tag. So, und jetzt sagen Sie mir doch bitte mal, sind Sie im Haus angestellt? Weil es ist zwar so kleinlich und so groß, aber nun auch wieder immer, aber verliert doch mal einen Überblick. Doch, ich bin angestellt. Und Sie genießen den Tag hier heute oder ist das mehr eine Pflichterscheinung? Nö, ist überhaupt keine Pflichterscheinung. Das ist toll hier. Macht also Spaß. Gut, ja, ich meine, muss auch vorsichtig sein, Chef hört zu. Muss man also mal sehen, was da hier alles so gesagt wird. Günni ist noch da, mein Kameramann. Ja, Günther folgt mir. Das ist in Ordnung. Dann gehen wir doch einfach mal hier rüber. Fragen wir mal. So, und auch hier darf ich fragen, Zuschauer oder Angestellter von Sat.1? Zuschauer. Zuschauer. Das heißt aber, Sie haben Verwandte, die hier sind? Jawohl, Angehörige hier. Und Sie amüsieren sich hoffentlich auch ein bisschen prächtig. Sind noch ein paar Kleine jetzt mit hier in der Reihe sitzen. Sie sehen schön bunt schon aus. Ja, macht Sie noch Spaß heute? Ja, danke. Sehr gut. Sie wissen, dass der Abend noch länger ist, ja? Und Sie bleiben? Ich weiß. Ich habe extra meinen Urlaub unterbrochen wegen dieser... Das ist was. Applaus für den Herrn. Extra den Urlaub unterbrochen. Jawohl. So, und dann schauen wir noch mal. Da gehen wir doch jetzt mal hin. Günni, kannst du mir noch folgen? Komm, wir machen mal einen schnellen Satz hier. Weil ich komme jetzt einfach mal ganz links von hinten herum, denn hier sehe ich Herrn Klatten und Herrn Dötz sitzen. Herr Klatten, warum haben Sie denn beim Fußballspiel nicht mitgemacht? Ich dachte, dass ein Geschäftsführer unverletzt bleiben soll bei diesem Unternehmen. Und Sie sehen ja, Herr Dötz lässt grüßen. Herr Dötz, dazu werden wir nochmal kommen, denn wir haben ja im Laufe unserer Sendung noch einen Film darüber. Ne? Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall gute Besserung. Operation steht auch noch an. So. Und nun soll es denn eigentlich bei uns auch weitergehen im Programm, damit Sie alle wissen, um was es überhaupt geht. Verrate ich es Ihnen? Oder auch nicht? Oh Gott. Kinder, ihr habt mir nur die Texte bis hier geschrieben. Kann ich bitte mal das Script-Girl haben, um nochmal die Texte zu schreiben? Das Script-Girl bitte. Kann das Script-Girl bitte zu mir kommen? Um Gottes Willen, was ist das denn? Das ist doch nicht... Aha, das ist Dandy Roger vom Institut für Zeitarbeit. Für mich sehen Sie aus wie Jerry Lewis. Okay. Na gut, Sie können aber schreiben, ja? Ja, noch gut. Gut, darf ich Sie dann bitten, nehmen Sie mal Platz und nehmen Sie mal Ihr Schreibzeug. Ich würde Ihnen gerne etwas diktieren. Sie schreiben die Texte für mich. So.
Kein Problem. Gut, bitte, okay. Dann habe ich jetzt eben einen Ghostwriter. Georgia, unser Skriptgirl, der weltbeste Jerry Lewis-Imitator. Ja, also, ich muss ja schon sagen, so ganz fehlerfrei ist das ja nicht. Nicht? Ey, muss mal gesagt werden. Nun gut, aber jetzt weiß ich wenigstens, wie es weitergeht hier bei uns. Und zwar, wir haben vorhin schon unseren verletzten Geschäftsführer Herrn Döns gesehen und das hat auch seinen Grund, denn er humpelte ja da, humpelt dann nämlich gleich vom Platz. Achten Sie mal drauf. Worum es geht, will ich Ihnen gerne verraten. Denn, hier hat es aufgeschrieben, die Sat.1-Kommentatoren, die Sportkommentatoren, die haben einfach mal die Frechheit besessen, unsere Verwaltung hier aus diesem Gebäude herauszufordern zu einem Duell auf dem grünen Rasen. Sie wollten Fußball spielen gegen die Verwaltung. Da konnte jeder zeigen, was er kann. Wollen Sie es mal sehen? Achten Sie auf den Mann im Tor. Hier ist es. Großer Favorit in diesem Spiel, der VfL Sat.1 Sport 1992 aus Hamburg. Denn der Bundesliga-Neuling hat auf dem Spielermarkt kräftig zugeschlagen. Namhafte Größen wurden verpflichtet, zum Beispiel von der Spielvereinigung ZDF und von Anpfiff RTL Plus, letztere in der kommenden Saison ohne Bundesliga-Lizenz. Der spektakulärste Neueinkauf, Jungstar Reinhold Beckmann, manche sagen bereits Diego. Er kam vom Lokalmatador VfB Premiere, lernte das Fußballspielen in Köln beim Absteiger 1. FC WDR. Seine Stärke, Schüsse aus der ersten Reihe. Fortuna Sat.1 aus Mainz spielte seit langer Zeit mal wieder in Bestbesetzung. Im Supersturm Geschäftsführer Jürgen Dötz und Programmdirektor Martin Krammel. Nach langer Verletzungspause auch wieder dabei Verwaltungsdirektor Thomas Koch und der große Rückhalt Torwart Wolf-Dieter Herrmann, eine Leihgabe von Spielfreunde Bingo. In der ersten Halbzeit Mainz klar überlegen, hier das 2:0 durch Krammel. Sofort danach ließ er sich auswechseln, um uns exklusiv sein Tor zu schildern. Ich habe den Ball gesehen, wurde sehr nervös und habe eine falsche Reaktion gemacht. Ich bin ausgerutscht und habe ihn unglücklich getroffen, daher ist er so unberechenbar ins Tor gegangen. Wenn ich ihn gezielt geschossen hätte, glaube ich, wäre unhaltbar gewesen für die Botanik. Doch dann der Schock für Mainz. Kapitän Dötz hinkte verletzt vom Platz. Torwart Herrmann trotzdem optimistisch. Jetzt haben wir 3-3, 4-3, 5-3 für uns. Doch das Spiel kippte.
Die 50.000 Zuschauer sahen nun eine stürmische Hamburger Elf, Kapitän Beckmann zum 5:3. Doch wo war Torwart Herrmann in dieser brenzligen Situation? Er amüsierte sich hinter dem Tor weiter und wirkte nicht nur in dieser Szene arg verspielt. Am Ende 7:4 für Hamburg. Nach dem Spiel der erste Kommentar. Es war ein taktisches Spiel. Wir haben das ganz hintergründig angelegt. Uns ging es darum, dass wir den Kollegen vom Sport bereits jetzt das Gefühl geben können, dass sie ab Mitte August haben, nämlich das Gefühl der Sieger. Und Reinhold Beckmann bestätigte seinen Wechsel ins italienische Fernsehen in 2 Jahren. Als Intendant bei Rai Uno, wir werden dort den Südwestliga Fußball verkaufen. Die haben nämlich die Amateur-Oberliga Südwest gekauft. Also ist das dran, Sie gehen nach Italien als Intendant. Als Intendant und dort wird der Fußball dieser Region ganz groß rausgebaut. Doch in diesem Jahr will er erstmal deutscher Meister werden, als Bundesliga-Neuling in Sat.1. Naja, das hat ja noch was. So, Sie haben es gesehen, Kapitän Jürgen Dötz humpelte vom Platz. Wir haben ihn vorhin schon gesehen, heute noch mit Krücken. Demnächst steht sogar eine Operation bevor. Wir wünschen ihm auf diesem Wege natürlich das Beste, gute Besserung, dass er bald wieder bei uns sein kann. Wir haben es nicht gewusst, dass Sie es so ernst und so wörtlich nehmen. Für euch breche ich mir ein Bein oder so. Also wirklich. Gut, Sie haben es vielleicht schon bemerkt auf den Plakaten, die hier hängen. Und auch Sie, liebe Zuschauer zu Hause, wenn Sie mal ins Programmheft schauen. Unsere Sendung Wir im Südwesten, das Regionalprogramm in Sat.1, Ihr Regionalprogramm, geht ja nicht nur von 17.45 Uhr bis 18.15 Uhr. Nein, es geht eigentlich bis 18.45 Uhr. Denn auch die halbe Stunde, die hinten dran noch kommt, gehört mit zum Regionalprogramm. Den wichtigsten Moderator aus dem Regionalprogramm, den möchte ich Ihnen jetzt gerne vorstellen. Und dazu brauche ich eigentlich nur ein einziges Wort zu sagen. Bingo! Bingo! Wolf-Dieter Herrmann! Guten Abend! Bodo, grüß dich! Grüß dich, Wolf-Dieter! So, du bist heute natürlich nicht nur schmuck wie immer, also vor allen Dingen auch auf das Teil kommen wir gleich noch, da muss ich noch was zu hören. Du bist heute nicht alleine gekommen, sondern du hast dein Wohnzimmer auf Rädern mitgebracht, den Sat.1 Bingo Truck. Immer dann, wenn ich mit meiner Frau und meinem Sohn unterwegs bin, nehmen wir den Truck mit, zum einen, weil er groß genug ist, um darin zu übernachten, und ich gehe halt noch abends mit Bingo schlafen, wache morgens mit Bingo auf, lebe tagsüber mit Bingo, und wir Regionalkollegen wissen, wie wichtig Bingo ist für Sat.1. Ja, richtig. Ich meine, meine Programmkollegin hattest du alle schon mal in der Sendung. Wann kommen eigentlich mal die Regionalmoderatoren dran? Möchte auch mal Bingo spielen. Bist eingeladen. Danke. Sie haben das alle gehört. Gut, jetzt aber nochmal auf. Frage ist nur, ob er die schweren Fragen beantworten kann. Nun ja, bitte, bitte, das ließe sich ja feststellen. Ne? So, da muss ich gleich für meine Kollegen mit in die Bresche springen. So geht's nicht. Sag mal, eine Frage, die sich schon andere Moderatoren gefallen lassen mussten. Du hast irgendwie dein Äußeres in den letzten Monaten ein bisschen geändert. Das fällt schon auf. Ich habe mich lassen, in der Tat, ja. Aber was hast du mit dem Rest gemacht? Also, der Smoking, den ich früher immer anhatte, der kam bei einigen Zuschauern und Zuschauern nicht ganz so toll an, weil die immer das Geschirr vermisst haben, wenn ich auf die Bühne kam als Oberkellner. Ja, und fliegen durfte es auch nicht, weil da steht immer nur Smoking. Ja. In der Tat. Und dann habe ich immer gehört, ich sehe ein bisschen aus wie ein Pinguin, das mochte ich dann auch nicht so sehr. Und dann wollte ich was anderes anziehen. Und so wie du gekleidet bist, wollte ich auch nicht auf die Bühne gehen. Also habe ich mir ein paar Hemden gesucht, die mir gut stehen. Das motiviert einen. Die hast du dir ausgesucht, nicht deine Frau. Komm, jetzt in der Tat, unter uns. In der Tat. Ich habe aber meine Frau gefragt, wie sie sie findet. Und unseren Sohn haben wir auch gefragt. Familie war einverstanden. Da musste nur noch das Team zustimmen und das hat zugestimmt. Ja, das hat ja. Also das ist ja dann auch wieder nicht so schlecht. Ich meine, so konnte ja wenigstens jetzt einer mal klar darstellen, dass er selbst einen eigenen modischen Geschmack hat. Aber so Bingo, sag mal Wolf-Dieter, was gibt es denn für Pläne eventuell für dich noch? Was kann man außer Bingo noch alles machen? Also Bingo ist erstmal eine schöne, tolle Sache und Bingo ist durchaus erfolgreich, wie viele Menschen wissen. Aber Bingo ist eine Geschichte, die rein Spiel bedeutet, und ich habe ja früher 3,5 Jahre Frühstücksfernsehen moderiert, also sehr journalistisch gearbeitet. Und sehnst du dich danach? Darf ich, ja, natürlich sehne ich mich danach. Und ich freue mich sehr, es ist jetzt abgesegnet inzwischen, ab nächstes Jahr darf ich auch wieder sehr journalistisch arbeiten. Das heißt, ich werde ab nächstes Jahr jeden Morgen in Sat.1 eine 30-minütige Talkshow moderieren, in der sehr alltägliche Themen behandelt werden, die mal sehr unterhaltend sein werden, aber auch mal sehr ernsthaft.
Bisher hast du ja schon gutes Lob eingeheimst von den Kritikern. Danke. Die haben seine Interviews morgens waren immer sehr interessant und gut geführt. Und dazu beglückwünsche ich dich auch. Und deswegen lag es natürlich nah, wenn man jetzt in eine Game-Show kommt und muss den ganzen Tag eigentlich mehr oder weniger, ja, muss man da rumblödeln oder kommt das bei dir einfach so? Also ich glaube nicht, dass man da rumblödeln muss, aber natürlich ist völlig klar, wenn man eine Game-Show moderiert, dann moderiert man eine Unterhaltungssendung. Wenn man eine Unterhaltungssendung macht, dann muss man sich fragen, macht es mir überhaupt Spaß, Unterhaltung zu machen? Mir macht es Spaß und den Spaß, den ich empfinde, den möchte ich natürlich in dieser Unterhaltungssendung rüberbringen zu den Zuschauern, also auch denen entsprechend Freude bereiten bei dieser Sendung. Das ist wichtig. Und zu einer Game-Show gehört eben ein bisschen Lockerheit, genauso wie aber auch zu einer Regionalsendung Lockerheit gehört. Und jetzt sage ich mal ganz kurz etwas, was vielleicht die Zuschauer zu Hause auch interessieren wird. Es gab ja vor kurzem eine Umfrage zu den Regionalprogrammen, die im Südwesten ausgestrahlt werden. Und da wurde nach dem Hessen-Journal gefragt, dann wurde nach dem Südwest-Journal oder so ähnlich gefragt und nach Wie im Südwesten. Und ich kann nur sagen, Gratulation dir und deinem Team. Wie im Südwesten von Sat.1 ist am besten abgeschnitten. Und die Zuschauer zu Hause haben gesagt, das ist die am lockersten moderierte Regionalsendung hier im Bereich Südwesten. Und dazu Kompliment und Glückwunsch euch. Finde ich toll. Dankeschön. Unser Team wird sich freuen. Zustimmung auch von unserem Publikum. Das tut ja auch mal wieder gut. Da weiß man, dass die ganze Arbeit nicht ganz so umsonst ist. Nicht? Sag mal, was hast denn du eigentlich für Hobbys? Habe ich vorhin Herrn Semrau schon gefragt. Von dir wollen wir auch mal was Privates jetzt wissen. Eines meiner Hobby deckt sich mit dem Hobby unseres Geschäftsführers, Herrn Dötz, der ja auch gern Fußball spielt. Aber der kann es offenbar auch nicht besser als ich. Er hat sich vor kurzem schwer verletzt beim Spiel und ich habe mich vor ein paar Monaten schwer verletzt beim Fußballspiel. Aber vielleicht sollten wir dann beide nochmal üben. Also Fußball spielen, das ist schon eines meiner Hobbys. Das heißt aber auch, du sitzt dann auch zu Hause vor der Flimmerkiste, wenn Sat.1 jetzt demnächst mit den großen Fernsehrechnern kommt. Na, aber mächtig und ich freue mich sehr darauf. Danke dir. Wolf-Dieter Herrmann. Vielen Dank. Danke, tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Wolf-Dieter, bedanke mich und von Ihnen möchte ich mich auch verabschieden. Das machen wir aber bei Wir im Südwesten natürlich wie immer. Wir machen es musikalisch und zwar heute mit Jigsaw und wir sehen und hören uns wieder am kommenden Montag, 17.45 Uhr. Sie sind dabei. Ich freue mich drauf. Hier ist Jigsaw. Tschüss.
very much. We'll be back later on. Thank you. Bye-bye.